euch erwählt. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid die Zeugen des Lebens. So sind wir hier zusammen und feiern Gottesdienst und Taufe. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Herzlich willkommen zum Gottesdienst am 8. Sonntag nach Trinitatis und herzlich willkommen auch besonders Familie Juman mit der kleinen Nina, die heute getauft werden soll. Barend und Birte mit Nina, ihr seid neue Gemeindemitglieder und wir hoffen alle, dass ihr euch bei uns wohlfühlt und ihr bei uns eine geistliche Heimat findet. Hier ist der Ort der Osterkerze, das Licht Jesu, und es breitet sich aus. Licht haben wir alle nötig, ob im Winter oder im Sommer. Wandelt als Kinder des Lichts, sagt der Wochenspruch. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Lasst uns miteinander beten. Gott, zu dir rufe ich in der Frühe des Tages. Hilf mir beten und meine Gedanken sammeln zu dir. Ich kann es nicht allein. In mir ist es finster, aber bei dir ist das Licht. Ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht. Ich bin kleinmütig, aber bei dir ist die Hilfe. Ich bin unruhig, aber bei dir ist der Friede. In mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist die Geduld. Oft verstehe ich deinen Weg nicht, aber du weißt den Weg für mich. Amen. Wir singen miteinander das erste Lied, wieder aus dem Gesangbuch. Das ist ungewohnt, aber wir werden uns wieder dran gewöhnen. Die Nummer 162, 1 bis 3. Zeilen jeweils zu lesen. Groß ist der Herr und hoch zu rühmen in der Stadt unseres Gottes auf seinem heiligen Berge. Wie wir es gehört haben, so sehen wir es.
an der Stadt des Herrn Zebaoth. Gott, wir gedenken deiner Güte in deinem Tempel. Deine Rechte ist voll Gerechtigkeit, es freue sich der Berg Zion. Zieht um den Zion herum und umschreitet ihn, zählt seine Türme. Dieser ist Gott, unser Gott für immer und ewig. Er ist's, der uns führet. Und wir singen: Ehre sei dem Vater und dem Sohn. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Herr, vieles müsste anders werden bei uns und in der ganzen Welt. Aber ich bleibe oft beim Alten und alles bleibt auch beim Alten. Auch die kleinen Schritte zum Guten gelingen nur selten. Wir spüren unsere Ohnmacht. Darum bitten wir dich, gib uns neuen Glauben, neue Hoffnung, neuen Mut. Erbarme dich unser. Kyrie eleison. Heiligen Schrift. Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Frieden, den Menschen sein Wohlgefallen. Jesus Christus, du hast deine Gemeinde dazu bestimmt, Salz der Erde und Licht der Welt zu sein. Wir bitten dich, erwecke uns aus aller Trägheit und mach uns frei, dir zu dienen und deinen Namen zu bezeugen, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ihr bringt heute Nina zur Taufe, liebe Birte und lieber Barend, und ihr habt folgenden Taufspruch für sie ausgesucht aus Genesis 12, Vers 2. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das sagt in der Bibel Gott zu Abraham, als er ihn auf den langen Weg schickt, sein Vaterland zu verlassen. Gott hat ihm versprochen, mit ihm auf dem Weg zu sein,
auf den Geraden und auf dem Ungeraden, über Höhen und durch Tiefen hinweg. Und das wünscht ihr euch auch für eure Nina, dass sie bei Gott ein Zuhause findet und sich von ihm begleitet fühlt, was auch passieren mag. Sie kann sich sicher sein, dass Gott sie leitet, dahin für andere auch ein Segen zu sein. Und das ist sie schon jetzt in eurer Familie. Wir hören jetzt die Schriftlesung aus Markus 10, Vers 13 bis 16. Die Segnung der Kinder. Und sie brachten die Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt, wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Ihr habt ein Gebet mitgebracht. Gerne von hier. Ja, gerne einfach von hier. Allmächtiger Gott, uns Vader, ons bid vanoggend spesiaal vir Nina, wat vandag gedoop word. Ons vra dat U haar veilig hou in die hande. Mag sy ervaar en weet dat U haar ryklik seën. Mag sy die oorvloed van daardie seën wat uit U hand ontvang is, met ander mense deel. Dankie vir die seën, genade en onvoorwaardelike liefde. Allmächtiger Gott, danke, dass du uns dieses Kind geschenkt hast. Durch die Taufe wissen wir, dass du Nina segnest, dass du deine Hand auf sie legst und zu ihr sagst, du gehörst trotz allem zu Gott. Wir wollen dir heute danken für deinen Segen. Danke, dass du uns, unsere Familie so reichlich gesegnet hast über Generationen und dass du uns mit diesem Kind segnest. Hilf uns als Familie, ein Segen für Nina zu sein und ihr wiederum zu zeigen, wie sie ein Segen für andere sein kann. Danke für deinen Segen, Gnade und Liebe. Amen. Lieber Barend, liebe Birte, wenn es geht, bitte ich euch aufzustehen. Nee, noch stehen bleiben gerne. Jetzt kommt erst die Frage. Wir alle haben unser Leben von Gott, so sollt ihr Nina als Gabe Gottes annehmen. Durch eure Liebe soll sie das erste Zutrauen zur Güte Gottes gewinnen. Heute bringt ihr Nina zur Taufe. Vor Gott und der Gemeinde übernehmt ihr dabei Verantwortung. Sagt Nina, dass Gott sie lieb hat, lernt voneinander. Das Staunen, das Vertrauen und die Hoffnung auf Gott. Begleitet Nina auf ihren Wegen im Glauben. Seid ihr dazu bereit, dann antwortet gemeinsam ja mit Gottes Hilfe. Gott stärke euch für diese Aufgabe. Liebe Patinnen Ilke Meissner und Sophia Wenter, ihr habt euch bereit erklärt, den Eltern bei der religiösen Erziehung zu helfen. Ihr seid dabei mit dem Patenamt Repräsentanten der Gemeinde. Darum helft Nina, die Gemeinschaft der Glaubenden zu suchen. Betet für euer Patenkind und lehrt es, selbst zu beten. Seid für Nina glaubwürdige Begleiterinnen. Seid ihr dazu bereit, dann antwortet gemeinsam ja mit Gottes Hilfe. Gott stärke euch für diese Aufgabe. Ihr dürft euch setzen. Wir taufen, weil uns Jesus dazu beauftragt hat, und diese Beauftragung wird uns jetzt auch vorgelesen. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Drum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker,
taufet sie auf dem Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Lasst uns gemeinsam unseren Glauben bekennen, auf den auch wir getauft sind und auf den wir Nina taufen wollen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, seinen Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Liebe Eltern und Patinnen, ich bitte euch zum Taufstein. Das ist das Wasser, mit dem Nina getauft werden soll. Es erinnert an die Taufe Jesu durch Johannes den Täufer. Er taufte mit Wasser im Jordan als Zeichen der Vergebung der Sünde. Alles Falsche, Böse und Schmutzige sollte abgewaschen werden und weggespült werden, damit das Leben neu anfangen kann, voller Hoffnung und voller Vertrauen. Das Wasser in der Taufe sagt, Kind Gottes, Gott will dir abwaschen und wegspülen, was schief läuft und was dich nicht mehr loslassen will. Er will dein Leben immer wieder neu machen und rein, sodass du dich fühlst wie neugeboren. Vertrau auf Gottes Wort. Nina Anke, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gott, der himmlische Vater, hat dich zu seinem Kind angenommen. Er lasse dich wachsen im Glauben an Jesus Christus und bleiben in seiner Gemeinschaft. Amen. Darf ich Sie mal kurz sehen? Okay. Gott wird dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und guck mal hier, Nina. Die sind alle Zeugen deiner Taufe geworden, deine Gemeinde. Und wir als Zeugen, ihr als Zeugen der Taufe, seid mit dafür verantwortlich, eure Aufgabe, dass Nina sich hier zu Hause fühlt und ein geistliches Zuhause findet. Und wir heißen dich hier herzlich willkommen. Ein Applaus, denke ich, ist. Diese Kerze zünden wir hier an. Möchte es einer von den Paten machen? An der Osterkerze. Jesus Christus spricht, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und er sagt, es heißt auch, ihr seid das Licht der Welt. Also wir alle und auch Nina sollen Licht der Welt sein. Und dazu hilft uns diese Kerze als Symbol. Jetzt lasst euch als Familie noch segnen. Die Patinnen dürfen sich setzen. Empfangt als Familie Gottes Segen. Gott segne euch. Er segne die Wege, die ihr miteinander geht
und lasse sie zu Wegen voller Lachen und Liebe werden. Gott fülle eure Herzen mit seiner Kraft, dass ihr aneinander wachst und miteinander die Fülle des Lebens lebt. Gott begleite euch mit seiner Liebe, gerade auch in den Zeiten, in denen das Leben dunkel und schwer ist. So segne und behüte euch Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, Sohn und Heilige Geist. Geht hin im Frieden. Amen. Die Kerze können wir da hinstellen. Als Geschenk unserer Kirchengemeinde gibt es noch eine Taufbibel, damit ihr auch Nina vorlesen könnt, vielleicht wenn sie ein bisschen älter ist. Alles Gute. Jetzt hat der Kindergottesdienst noch etwas vorbereitet. Ihr nehmt auch euer Licht mit in den Kindergottesdienst. Ihr habt es genauso nötig. Willst du es tragen? Wunderbar. Geht hin mit Gottes Frieden. Seht auf das Licht, denn Gott verlässt uns nicht. Er ist uns sein, will bei uns sein. Seht auf das Licht. Er wird uns sein.
Bibelstellung steht in Markus 12, Vers 41 bis 44 und es ist auch der Predigttext. Und Jesus setzte sich dem Gotteskasten gegenüber und sah zu, wie das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten. Und viele Reiche legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe und legte 2 Schärflein ein. Das ist 1 Heller. Und er rief seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt als alle, die etwas eingelegt haben. Denn sie haben alle von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat von ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt, alles, was sie zum Leben hatte. Ehre sei dir, Herr. Lass uns beten. Herr, dein Wort macht mich klug. Licht ist es meinen Wegen und Leuchte für jeden Schritt, den ich gehe. Amen. Nina hat heute ihre Taufkerze bekommen. Licht, das an der Osterkerze angezündet wurde. Licht von Jesus, weil er das Licht der Welt ist. Und Licht, weil Nina das auch ist. Noch ist sie klein und doch bringt sie auch schon viel Licht in eure Familie. Aber auch in den nächsten Jahren, und das ist die Herausforderung nicht nur für Nina, sondern für uns alle, es ist nämlich nicht gleichgültig, was wir tun und was wir lassen, was wir sagen und was wir planen. Wandelt als Kinder des Lichts,
Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. So lautet der Wochenspruch. Wie wird der konkret? Wir haben gerade den Predigttext gehört. Vorrangig geht es in diesen vier Versen um das liebe Geld. Und da kann man erst einmal beobachten, dass das schon ein bisschen unanständig ist von Jesus, was er da macht in dem Jahr 30 in Jerusalem. Jesus setzt sich hin im Tempel an einer Stelle, wo Menschen ihre Gaben abgeben. An der Stelle, wo Menschen mit dem, was sie tun und was sie haben, dazu beitragen, dass der Tempelbetrieb aufrechterhalten werden kann. Und dass das Gemeinwesen, das Sozialwesen der Gesellschaft in Jerusalem funktioniert. Denn Tempel und Gesellschaft waren nicht zu trennen in diesen Tagen. Er setzt sich also einfach dem Gotteskasten gegenüber und beobachtet die Menschen. Gotteskasten finde ich übrigens ein wunderbares Wort. Es leuchtet viel heller als Klingelbeutel zum Beispiel. Gotteskasten bedeutet, dass Gott einen gewissen Anteil hat an dem, was da hineingelegt wird. Es ist nicht einfach nur Geld, das irgendwo gebraucht wird. Es ist auch Teil des Dankes, den ich Gott bringe. Gott hat einen Anteil an dem Geld, das ich da einlege. Er hat mir gegeben, was ich mit anderen teilen kann. Mit Hilfe des Gotteskastens bringe ich Gott Dank gegenüber. Zurück zur Szene im Tempel. Jesus sitzt also dem Gotteskasten gegenüber und beobachtet die Menschen. Ich stelle mir gerade vor, einer unserer Kirchenvorsteher setzt sich an den Eingang und beobachtet dann alle, die etwas in unsere Kästen rechts und links hineinlegen. Aber noch nicht genug. Jesus beobachtet auch, wer wie viel hineinlegt in diesen Kasten. Jesus sieht das. Er sieht die Reichen, die viel einlegen, und er sieht die arme Frau, die wenig einlegt. Er beobachtet viele Reiche auf der einen Seite und die arme Witwe auf der anderen Seite. Ohne Mann, einsam und arm, und sie weiß sicher nicht, wie sie ihren Lebensunterhalt in den kommenden Tagen bestreiten soll. Da macht sich Jesus so seine Gedanken, und an seinen Gedanken will Jesus nun seine engsten Vertrauten Anteil haben lassen. Darum lässt er seine Jünger zu sich kommen und gibt ihnen Erläuterungen zu dem, was er beobachtet hatte und was die Jünger vielleicht nur am Rande wahrgenommen haben. Jesus sieht mehr als die anderen. So ist es immer schon gewesen und so ist es auch immer noch. Er sieht die, die sich Zeit nehmen und Zeit spenden für die Kinder und Enkelkinder, für die Kinder, um ihnen beim Lernen zu helfen, für alle, die sich ehrenamtlich engagieren. Er sieht diejenigen, die sich für arme Menschen einsetzen und Essenspakete bringen für diejenigen, denen es am Grundlegenden fehlt. Er sieht die, die sich einsetzen für Frieden und Gespräche suchen. Er sieht die, die für Gerechtigkeit und Toleranz einstehen und laut und deutlich ihre Meinung sagen. Er sieht diejenigen, die Brände löschen, die Kranke pflegen und heilen. Und er sieht die, die zuhören. Und er sieht die, die beten, die darauf vertrauen, dass diese Welt besser werden kann. Jesus sieht die Liebe, die Hilfsbereitschaft, wie jede und jeder sich einbringt mit dem, was er und sie hat. Wie wir am Reich Gottes bauen, wie wir von unserem Überfluss geben und gerne geben. Und er sieht aber auch, wenn Menschen ihre Begabungen zurückhalten, wenn sie weniger geben, als sie könnten und sich letzten Endes doch selbst einfach am wichtigsten sind. Jesus sieht und er erklärt seinen Mitarbeitern, dass die arme Witwe, die sie gerade gesehen haben, richtig viel Geld in diesen Gotteskasten dort im Tempel eingelegt hat. Dann kann ich mir vorstellen, dass sie erst einmal verlegen geschaut haben, die Jünger. Jesus, wie weltfremd bist du denn? Kannst du nicht rechnen? Die paar Geldstücke der alten Frau, was ist denn das gegen die großen Beträge der Reichen?
damit kann man doch wirklich nicht viel Gutes machen, sondern mit dem Geld von den Reichen kann man viel bewirken. Die zwei kleinen Kupfermünzen sind wirklich bestenfalls ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber Jesus redet weiter. Er erklärt, was er meint und macht deutlich, wie viel jemand gibt, ist eigentlich nicht so wichtig, sondern ob das, was er oder sie gibt, ein Opfer ist. Im Alten Testament wird an vielen Stellen deutlich, was Jesus meint. Die Propheten, zum Beispiel Hosea, kritisieren einige Male die Scheinheiligkeit, mit der die Opferpraxis, die nach der Tora vorgeschrieben ist, vollzogen wird. Ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer, lässt der Prophet Gottes sagen. Die Basisbibel übersetzt das ein wenig verständlicher. Nächstenliebe will ich, keine Schlachtopfer. Gott sollt ihr erkennen, nicht Opferfeste feiern. Der Prophet will diese Mahnung als eine Chance zur Umkehr begriffen haben. Aber zurück zu Jesus. Überfluss und Armut sind die Gegensätze, die er im Blick hat auf das, was an Opfer nötig ist. Die Reichen waren reich und hatten mehr, als sie zum Leben brauchten. Überfluss wird sprachlich definiert als über den Bedarf hinausgehendes reichliches Vorhandensein von etwas. Und Armut ist schlicht Mittellosigkeit. Die Frau, von der Markus berichtet, war ja wirklich arm. Diese zwei Kupfermünzen, die sie hatte, warf sie in den Gotteskasten. Alles, was sie hatte, ihren ganzen Lebensunterhalt, wörtlich ihr ganzes Leben, wirft sie da in diesen Gotteskasten. Ohne Berechnung, was da für sie hinausspringt. Sie hatte nichts mehr. Sie war auf die Fürsorge von anderen angewiesen. Wer in dieser Weise sein Portemonnaie ausschüttet, macht für sich keine Pläne mehr. Die Frau hat keinerlei Sicherheiten in der Hand. Sie hält das Wenige, das sie hat, nicht ängstlich fest, aus Sorge, dass sie zu kurz kommen könnte. Sie liefert sich ganz Gott aus, der ihr Leben in der Hand hat und wohl weiß, was er daraus machen wird. Die Reichen, ja, sie legten viel ein, aber sie hatten ja immer noch was, immer noch genug und immer noch viel. Sie passten schon auf, dass sie nicht zu kurz kamen. Jesus schildert das nur, er bewertet es nicht. Er lobt nicht die Witwe und er tadelt nicht die vielen Reichen, er stellt einfach etwas fest und überlässt es jedem selbst in der Freiheit eines Christenmenschen, die nötigen Schlüsse daraus zu ziehen und die nötigen Schritte zu tun. Und wenn wir ehrlich sind, wie selbstverständlich und unbekümmert, muten wir dem lieben Gott zu, mit dem zufrieden zu sein, was bei uns nach Befriedigung sonstiger Bedürfnisse noch abfällt. Und das spenden wir dann. Ist das Dankopfer wirklich ein Opfer für uns? Der Zweck einer Kollekte aus biblischer Sicht ist die Unterstützung der Armen, auch armer Gemeinden. Aber es scheint noch um etwas mehr zu gehen. Später wird Jesus einmal sagen, dass das, was man Armen tut, was man Hungernden und Durstigen, Gefangenen, Nackten, Fremden und Kranken, was man ihnen getan hat, das hat man Jesus getan. Eine eindrückliche Erzählung, wie ich sie gelesen habe, verdeutlicht diese Aussage. Als am Sonntagmorgen ein Bettler vor der Kirche der Kleinstadt saß, gab die alte Dame ihm ein Schärflein, wie sie sagte. Und der Küsterin erzählte sie dann, dass sie immer, wenn sie in die Großstadt fährt, etwas Kleingeld in der Tasche hat für die Bettler in der Einkaufsstraße. Die Begründung lieferte sie gleich mit. Es könnte der Herr sein, der dort sitzt. Konsequenter kann man seinen Glauben nicht leben, Jesus im Blick habend. So gesehen wird der kleine Unterricht von Jesus, der seinen Jüngern im Tempel gibt, zum Beispiel dafür, seinen Blickwinkel zu verändern, vom Opferkasten weg hin zu Jesus, vom Geld, das reich machen kann, hin zu Jesus, der das Leben verändern kann. Und dann wird die Witwe im Tempelbezirk von Jerusalem ein Beispiel für alle, die sich in letzter Konsequenz für Jesus einsetzen, für Menschen, denen Jesus am wichtigsten ist. Man kann nun diese Geschichte aufs Geld reduzieren. Und ja, es stimmt, in der Kirche geht es auch ums Geld. Menschen haben Arbeit und Brot.
wir haben ein Gebäude zu unterhalten. Und das ist gut und das ist richtig. Doch die Kollekte, das Opfer, soll uns in der Kirche den Blick für die Not in der Welt schärfen und für die Projekte, die unsere Unterstützung brauchen. Den Nächsten nicht aus dem Blick zu verlieren, das gilt für die Kirche als System, aber für uns auch alle ganz persönlich. Jesus sieht. Und weil er unser Licht ist, können auch wir sehen. Die, die Hilfe brauchen, und wir helfen. Das Gemeindeglied oder die Nachbarin, die im Krankenhaus liegt und die sich nach Besuch sehnt. Wir sehen es, wir helfen, wir können es. Der Witwer, dem wir einen Kuchen vorbeibringen. Wir sehen es, wir helfen und wir können es. Den Jungen, die an der Kreuzung stehen und um Geld betteln. Und wir kurbeln unsere Fensterscheibe herunter und geben ihm ein paar Rand ab. Wir sehen es, wir helfen und wir können es. Und wir wagen es. Wie ein Stein, der ins Wasser fällt und wie ein Funke, der überspringt, setzt uns die frohe Botschaft von Jesus in Bewegung. Mit meinem Leben kann ich etwas bewirken. Und Nina, unser Täufling heute und wir alle auch. Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Amen. Bitte halten. Lasst uns beten zu Gott, der uns einlädt, als Kinder des Lichts zu leben. Und ich bitte euch jeweils mitzusprechen, gütiger Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Menschen, die im Licht leben, die sich freuen, beten wir, dass ihr Leben eine klare Ausrichtung hat. Gütiger Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Für die vielen, die sich Sorgen machen um das Klima auf der Erde, aber auch um das Klima zwischen den Menschen.
Wir sprechen: Gütiger Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Für die Menschen in der Ukraine und alle, die mehr indirekt vom Krieg betroffen sind, für die Getreidefrachter und ihre Besatzungen, für die vielen Menschen, die vom Hunger bedroht sind, für alle Menschen, die auf der Flucht sind. Wir sprechen: Gütiger Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Für die Kinder, Frauen und Männer, die anderen Menschen helfen, die für den Frieden und die Bewahrung der Schöpfung arbeiten, alle in der Hoffnung, dass die Welt gerechter und besser werden kann. Wir sprechen: Gütiger Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Für die Menschen, die in Armut leben und nicht wissen, wie es morgen weitergeht. Für Südafrika. Für die vielen, die auf der Straße stehen und betteln müssen. Für uns, die wir Verantwortung haben und dieses Land und die Gesellschaft mitgestalten. Für die Politiker, dass sie zum Wohl der Menschen entscheiden und nicht in die eigene Tasche wirtschaften. Wir sprechen gemeinsam: Gütiger Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die zu entscheiden haben, wie Kollekten in unserer Kirche verwendet werden, dass sie die Armen dabei nicht aus dem Blick verlieren. Wir sprechen: Gütiger Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Gütiger Gott, begleite uns auf allen unseren Wegen mit deiner Barmherzigkeit und schenke uns jeden Tag neu die Frucht des Lichts, deine Güte, deine Gerechtigkeit und deine Wahrheit. Sei bei Nina, heute und in allen Tagen, die kommen werden. Sei du und bleibe bei ihr mit deinem Segen. Segne die Familie. In der Stille sagen wir dir, gütiger Gott, was uns auf dem Herzen liegt. Gemeinsam beten wir: Vater unser, der Friede Gottes, der größer ist als alles, was wir uns vorstellen können, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir singen miteinander das nächste Lied aus dem Ergänzungsheft. Thank you.
Guten Morgen. Im Anschluss an diesen Gottesdienst wird den Senioren, die im vergangenen Monat Geburtstag hatten, im Treffpunkt bei Tee und Kaffee ein Ständchen gebracht. Die Gemeinde wird eingeladen, am Synoden-Challenge teilzunehmen. Einige Kopien der Einladung liegen am Informationstisch zum Mitnehmen aus. Am Samstag, den 13. August um 18 Uhr, findet ein Konzert, angeboten vom Köppel Kunstzentrum in der Johanneskirche, statt. Karten sind zu je 150 Rand an der Tür am Abend zu erhalten. Plakat hängt auch im Schaukasten. Am 14. August um 9 Uhr findet der Dekanatsgottesdienst des Norddekanats hier bei uns in der Johannesgemeinde statt. Alle anderen Gemeinden sind hierzu zu diesem Gottesdienst eingeladen. Nach dem Gottesdienst findet ein Konzert der gemeinsamen Chöre der Afrikan Söns und Macy School statt. Zudem ist eine Knisterkollekte für die Überlebenskette gibt. Anschließend lädt die Johannesgemeinde zum Mittagessen ein. Anmeldung zum Mittagessen ist erforderlich. Listen liegen heute noch einmal am Informationstisch aus. Heute ist die letzte Chance der Anmeldung. Am 28. August feiern wir Jubelkonfirmation. Alle, die ein Jubiläum ihrer Konfirmation feiern möchten, sind herzlich dazu eingeladen. Bitte meldet euch im Gemeindebüro dafür an. Im Anschluss daran feiern wir unser Gemeindefest. Wer dabei sein möchte, der melde sich bitte bis spätestens 14. August im Gemeindebüro an. Es gibt ein Mittagessen, Kaffee und Kuchen im Anschluss. Eine Wortmeldung von Marliese. Guten Morgen. Ich stehe hier als Mitglied des Paletti-Teams und ich möchte noch mal daran erinnern, dass wir den Paletti-Raum eingerichtet haben als Begegnungsraum und dass irgendjemand der Gemeinde, der mal sich in einer kleinen Gruppe hier auf dem Gelände treffen möchte, gerne den Raum nutzen kann. Wir haben verschiedene Events und meistens an einem Mittwoch einmal im Monat. Wir wollen alle bedanken oder allen danken, die am letzten Sonntag dabei waren, als wir das Fußball zwischen England und Deutschland angeschaut haben. Das war ein sehr schöner, geselliger Abend. Der nächste Abend ist am 24. August. Es wird ein Wine-Tasting sein mit dem Wein von dem Landgut Lavanier. Und es wird bei BI4 sein. Bernd Feucht kann dazu mehr Informationen geben. Es gibt einen Abend oder eine Brotzeit dazu. Auf Deutsch gesagt und auf Südafrikanisch, es gibt Abendbrot dazu. Eine richtige volle Mahlzeit und das Wine-Tasting von Experten angeboten. Wir bieten auch dazu einen Taxi-Service an, entweder hier von der Gemeinde aus oder wer nicht gerne abends fährt, melde sich bitte im Gemeindebüro. Wir holen euch gerne ab und bringen euch auch wieder nach Hause. Für das Ganze, es kostet natürlich mit Kosten verbunden, 130 Rand für den Abend. Dann und bitte anmelden bis zum 21. August im Kirchenbüro oder Gemeindebüro. Dann haben wir noch ein weiteres Event. Am 3. September wird die Braumeisterin Imke Pape vom Brauhaus Afrika hier eine Bierverkostung anbieten. Und das ist nicht nur das Bier schmecken, sondern auch sie wird uns einen Vortrag halten, wie wird Bier gemacht und wo das überhaupt herkommt und die ganze Sache, wie sie das gelernt hat und so. Also das ist ein ganzer Nachmittag. Am 3. September um 3 Uhr nachmittags hier auf dem Gelände anschließend machen wir ein Bring and Brei für alle, die möchten. Dazu auch die Anmeldung schon jetzt im Kirchenbüro. Dankeschön. Da ist eine Menge los. Der nächste Johannesbote ist bereit und wurde per E-Mail verschickt. Gedruckte Kopien werden auf Anfrage gemacht und können im Gemeindebüro bestellt werden. Einige Kopien liegen heute auch am Informationstisch aus. Die heutige Kollekte ist für die Nelska Seniorenarbeit Norddekanat bestimmt und kann am Ausgang in die Kästen getan werden. Ab September wird ein Dankopfer
wieder in den Kirchenbänken gesammelt. Und dann gibt es auch wieder die zusätzliche Ausgangskollekte in den Kästen an den Türen. Weitere Informationen sind auf der Homepage der Johannesgemeinde zu finden. Der Wochenspruch, der uns in der kommenden Woche begleiten möge, steht im Epheser 5, 8b9. Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Der dreieinige Gott segne unsere Gemeinde und alle ihre Glieder nach dem Reichtum seiner Gnade. Geht gestärkt in die kommende Woche. Stellt euer Licht nicht unter den Scheffel. Jesus Christus spricht, ihr seid das Salz der Erde und ihr seid das Licht der Welt. Gottes Glanz leuchte auf euren Gesichtern. Empfangt Gottes Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.